Es gibt eine neue Pflichtlektüre für alle Biertrinker und auch Nicht-Biertrinker, die an der großen Unternehmergeschichte der Brauerei Schwechat interessiert sind. In der Rotmühle, die einst der Brauereifamilie Dreher gehörte, wurde das Buch Die Geschichte der Brauerei Schwechat vorgestellt. Beim Kunst- und Kulturfestival spielten unter anderem auch die Kellerbergburm auf. Das Satirefestival, die Nestroy-Spiele oder die Gastromusikreihe Regional ist genial, das alles sorgte dafür, dass der Sommer in Schwechat zum Kultursommer wurde. Seinen Abschluss fand das alles am vergangenen Wochenende im Schloss Rotmühle. Eine Gelegenheit auch, um das neue Buch über die Geschichte der Schwechater Brauerei vorzustellen. Maßgeblich mitgeschrieben hat dabei Braumeister Andreas Urban. Es war mir ein großes Anliegen, nämlich das Erbe Amts Andreas zu Papier zu bringen. Und gemeinsam mit meinen beiden Co-Autoren, die in einer Fülle an historischen Bierdaten schwimmen, wenn man so sagen will, mussten wir quasi dieses Buch schreiben. Es war eine innere Stimme, die uns das aufgetragen hat. Dieses Buch enthält eine ganze Reihe von spezifischen Anekdoten, von Dingen zur Biografie, auch zum Beispiel der Frauen, die mit der Familie Dreher verbunden waren, oder zu der Entwicklung verschiedener Biere. Das ist ja das Interessante am Schwechater Bier, dass das über die Jahrzehnte immer wieder mit Innovationen, aber auch mit Rückgriffen auf alte Bierstile sehr, sehr viel bewirkt hat. Und das ist in diesem Buch sehr gut. Ich finde es faszinierend, dass wir in Österreich über Künstler, Politiker, Maler x Biografien haben, aber über die Großindustriellen eigentlich gar nichts. Ne? Die Mautner Markhof, die Dreher waren eigentlich, wie ich begonnen habe, vor 10 Jahren ziemlich unbekannt. Mautner Markhof, Fackenfahrt, aber dass die Braumeister waren, hat man nicht gewusst. Wir haben vor, in ganz Österreich natürlich dieses Buch auch bekannt zu machen. Es geht um eine Biergeschichte, es geht um einen sehr wichtigen Biertyp, nämlich auch um das Wiener Lager, das ja hier entstanden ist in der Brauerei Schwechat, dank Anton Dreher und Konrad Sedlmeier und eigentlich rund um die Welt gegangen ist und auch heute noch verwendet wird. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele Schwechaterinnen und Schwechater sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen, so wie ich es auch getan habe, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was uns den Namen gibt, was die Brauerei für uns in Wahrheit ist. Und wie gesegnet wir in Wirklichkeit sind, eine Braustadt sein zu dürfen, wenn man bedenkt, wie viele andere Ortschaften ewig und 3 Tage darum kämpfen, ein Weinort sein zu dürfen. Wir sind eine Braustadt, das seit vielen, vielen Generationen. Vielfach meint man, dass in Schwechat nicht mehr abgefüllt wird, nur abgefüllt wird und nicht mehr gebraut wird. Tatsache ist, wir brauen 1 Million Hektoliter und wir sind quasi 1/10 vom gesamten Bieraufkommen in Österreich. Also an uns führt kein Weg vorbei. Partylaune dann am Sonntag. Luden doch die Lokalmatadore vom Schwechater Kellerberg zum zünftigen Frühschoppen. Volkstümliches, bei dem man gut und gerne auch mal mitrocken und mitfeiern konnte. Schöne Musik, wir zählen aus unserem Leben als Nebenerwerbsbergbauer am Kellerberg. Und sind ja hauptberuflich eher Musikanten. Und davon erzählen wir, ne? Da gibt es ja viel schöne Lieder. Und übers Essen, übers Trinken reden wir gern. Ja. Weil das ist das Wichtigste eigentlich, weil genau. Ohne Essen und Trinken gibt es keine Musik. Und über die Liebe. Wir haben ein Lied, das heißt Liebe in C-Dur, das geht so. Schau, wenn ich da spiele, kommt es da hinten raus. Also ich finde das Ambiente hervorragend hier. Man hat es auch gesehen, die gestern bzw. auch vorgestern, dass es gut besucht ist, dass die Leute das auch sehr gerne annehmen. Es ist tadellos erreichbar mit dem Rad zu Fuß. Wir haben einen großen Parkplatz davor, also idealerweise hier auf jeden Fall weiter tun. Man merkt schon, dass gerade die Künstler natürlich extrem gelitten haben, weil sie ihre Profession nicht ausüben konnten. Und irgendwie lebt man doch vom Applaus und von der Zuwendung des Publikums. Also ich glaube, es ist für alle Beteiligten ein sehr schönes Zeichen, wenn wir bespaßt werden und die uns bespaßen können. Das merkt man, dass ganz viel Freude macht. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man das gespielt hat, dass man wieder ins Leben zurückfängt. Ja. Aber wer will das? Wer will das? Ja.